Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia. Mann, ich wollte schon wieder Deponia Doomsday sagen. Goodbye Deponia, so. Okay. Wir gehen dann nochmal runter. Fez? Hey, was soll denn das? Lass meinen Fez in Ruhe. Ich dachte, du willst nicht mehr das Äffchen spielen. Will ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du einfach all meine Sachen klauen kannst. Wer sagt denn was von klauen? Ich wollte dir nur helfen, einen neuen Partner zu finden. Dann bring mir erst einmal die Kurbel zurück. Woher brauche ich eh keinen neuen Partner? Okay, Kurbel. Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt. Aber... Nein! Hey, ich hab auch... Okay. Ich soll jetzt die Kurbel wiederbringen, aber der will nicht, dass ich die Kurbel wiederbringe. Okay. Okay. Wie kriegen wir... Was ist denn das? Oh, Kurbelauswurfknopf. Vielleicht sollten wir dann auch den Kurbelauswurfknopf kriegen, um die Kurbel zu drücken. Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo! Fez? Hey! Willst du jetzt... Käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Fez in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenne ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Fez. Er ist das einzig Coole an dem Job. Wir sollen jetzt nicht ernsthaft... Ich erinnere los, mich. Ihr kennt das Spiel. Husch. June, ich erinnere mich, wie es wieder war. Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Goon. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Okay. Und das zahlende Publikum haben wir schon mal gesehen. Wir gehen mal zum zahlenden Publikum. Hallo, zahlendes Publikum. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne, falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Sie haben also... 5 Slotte, aber ich mache jetzt mal nicht, wo ist hier der Eingang? Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Auf ewig. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung, seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotty an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Okay, Sie haben also 5 Slotty. Sie haben also 5 Slotty. Ja. Alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotty. Und im Augenblick gehören sie mir. Hm? Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, verstehe. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotty? Nein!
Ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkasten. Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkasten, Mann. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slotty wert. Alles klar. Dann gehen wir aber zurück zu June. Tanz, mein Äffchen! Tanz! Pfui, Spucke. Das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotty gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Hörst du? Das Publikum ist unzufrieden. Beim nächsten Mal schaust du gefälligst ein bisschen freundlicher. Beim nächsten Mal? Aber wir hatten eine Abmachung. Sobald du die 5 Slotty verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt. Aber diese 5 Slotty hier gehören mir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Muss ich ja auch. Na los, sag es hier, Rufus. Naja. Ich nehme mal die 5 Slotty. Rufus? Aber was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Deine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Genau. Die Provision. Heißt das etwa, du hast mich verkauft? Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben, haben, haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck heilig die Mittel, was mich streng genommen zu einem Heiligen macht. So, 5 Slotty. Die müssen wir jetzt, glaube ich, an Ihmchen geben, dass er die 5 Teigtaschen holen kann. Oder 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen kommen sofort. Das macht dann 5 Slotty. Beehren Sie uns jederzeit wieder, ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten. Teigtaschen, nur 1 Slotty 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Scheiße. Ich lach gerade mehr, als ich eigentlich sollte. 4 XXL Teigtaschen. So, jetzt weiß ich nämlich auch wieder, wie wir die Kinder ruhig stellen. Zum Nachtlager. So, Heizstrahler. Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Stecker. Handy. Hebel? Oh. Hebel? Ah, das ist eine Sicherung. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Okay. Oh, ich. Wir brauchen hier noch was. Wir brauchen die Antennengabel. Bratendose.
Muttermilch. Hormone. Okay. Wir brauchen die Antennengabel für Löw. Antenne? Er hat schon eine Antenne. Hey, hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Fernseher? Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Okay. Wir gehen nochmal hoch. Na. Was? Also wenn ich sie damit nicht raus... Hey, oder die Dinger sind so... Entschuldig. Obere Stück. Aber die Gabel leider bleibt, sonst könnte ich... Ah, okay, ich hab's wieder. Hebel umschalten, Strom ist an. Und Antennenkabel. Aua! Aber, hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Okay. Wie machen wir das jetzt? Okay, also wir haben jetzt die Teigtaschen. Wir haben den Heizstrahler, wir haben eine Antennengabel, Bratensoße, Muttermilch, Hormone und ein Baby. Rusty? Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Und nun? Gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Und zack. Aua. Sagte dir was? Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Die Sicherung einmal? Muss ich jetzt hier rein? Jubel die auch! Gut. So, Rotzis. Schlafenszeit. Aber... Na. Keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Rusty? Cody? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Natürlich. Schau mal, er ist wach. Ja, dann Teigtaschen. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Eine für Goni. Eine für Hansel. Und eine für Gretchen. So, nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Gretchen, Angst. Aber... Na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Jetzt noch ein bisschen Bratensoße. So, Rotzis, Essen fassen. Das wird euch schön müde machen. Wir sind viel zu aufgeregt. Rippchen, Angst. Die müssen uns erst eine schöne Geschichte erzählen. Oh ja, eine Geschichte. Alter, was denn noch alles? Fernseher.
Und was, frage ich Sie, gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Nom, 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 nom. Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Aber jetzt Bratensoße? Goldi, Hansel und Gretchen. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Und sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Alter. Boah. Dann können wir jetzt endlich mal in die Kneipe gehen. Ja, endlich. Das ist sie. Da, die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Okay. Die Nukleinsäure. Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau. Eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Okay. Klempner? Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal. Lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Krug? Im Obsthändler? Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Nah dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Bist du ja der Erbe des berühmten König Peach Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Geh mal Hongkong. Und du? Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwo her? Entschuldigung. Kennst du die Comicbuchreihe? Kalle, der freundliche Yeti? Na klar, ich bin ein großer Fan. Nein, sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Nehmen wir mal den Krug. Gut, dann gönnen wir uns jetzt hier einmal Haarwuchsblöre. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Werbetafel? 8-Bit-Burger Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Wir müssen also einen Pilz kriegen. Ah, ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Einen Humpen Plörre bitte. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal.
Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Pso, du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Slotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Wofür? Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Nette Kundschaft. Nette Kundschaft? Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Ich mach mich da mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Alles klar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir organisieren dann die Plörre. Bis dahin. Tschüss.